und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Film-Update von Neu im Archiv. Ja, und diesmal geht es um das Monatsupdate Juli 2024. Ihr Lieben, ja, Monatsupdate. Ich bin vor kurzem gefragt worden, ja, wieso Monatsupdate? Du hast ja schon Wicked Vision präsentiert. Dann ist es ja kein Monatsupdate mehr. Doch, das ist ein Monatsupdate, denn das Monatsupdate, das sind immer die Sachen, die ich in den Medienkaufhäusern mir kaufe. Alles, was im größeren Umfang bestellt wird, so wie bei Wicked Vision, Flohmärkte, Filmbörsen, sofern ich dann unterwegs bin und auch eine gute Ausbeute habe, das wird immer extra gemacht und die diese Monatsupdates, das sind dann immer dann die Einkäufe, die ich dann so generell im Monat mache, in, wie gesagt, in den Medienkaufhäusern. Ja, ich war bei Saturn, wo auch sonst, und da muss ich mit Erschrecken feststellen, meine Lieblingsfiliale Saturn am Hamburger Hauptbahnhof an der Mönckebergstraße, das wird jetzt mehr und mehr Mediamarkt. Ihr könnt, also wer das Haus in der Mönckebergstraße kennt, der sieht, kennt ja noch dieses Orange, diesen orangen Eingang, diesen komischen Kreis, diesen Orangen. Da war ich heute kurz da gewesen, den haben sie also, sind sie schon am Demontieren. Saturn steht zwar noch dran, an einigen Sachen steht schon Mediamarkt Saturn und dann siehst du auch schon die rote Farbe. Saturn hatte blau, Mediamarkt hat rot, also das wird eine große Mediamarkt-Filiale, leider Gottes. Mir hat Saturn immer besser gefallen, aber gut, wenn das so ist, dann ist es halt so. Dann wird Saturn irgendwann der Geschichte anhören. Ich kenne Saturn seit 1990, als ich in Köln war, am Hansaring war das, glaube ich, oben, da habe ich das erste Mal einen Saturnladen oder ein Saturngeschäft betreten. Ich habe da alles gefunden, damals noch nicht mit DVD und Blu-rays, da waren es hauptsächlich dann Schallplatten. Und ich habe da alles gefunden, was ich gesucht habe. Die seltensten Sachen. Das war unheimlich toll. Und ja, davon ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Jetzt ist es, also zumindest was hier in Hamburg angeht, man entwickelt sich immer mehr zum Mediamarkt. Das finde ich ausgesprochen schade. Aber gut. Ich halte es nicht auf, wir halten es alle nicht auf. Es ist die Zeit einfach. Man vereinfacht das Ganze oder glaubt es zu vereinfachen und dann schauen wir mal. Ja, ich war wie gesagt im Saturn, noch ist es ja Saturn, und habe mich wieder mal reichlich bedient. Zwei Filme habe ich schon entfoliert, weil ich die eigentlich gucken wollte, aber dann kam ich nicht dazu. Wie das manchmal mal so ist, ihr kennt das. Und ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, was ich mir also alles Schönes zugelegt habe. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe Geschenkgutscheine eingelöst, denn ich hatte ja Geburtstag und ich habe jede Menge Saturn-Geschenkgutscheine bekommen und die habe ich umgesetzt. Und da will ich euch, ein bisschen was habe ich natürlich auch selber noch so gekauft, aber der größte Teil kommt über die Geschenkgutscheingeschichte und ich will euch da natürlich nicht vorenthalten, was ich mir da so alles zugelegt habe. Ja, und ich setze dazu natürlich wieder meine intellektuelle Sehhilfe auf, die mich pseudo-intellektuell wirken lässt. Und damit ich auch das lesen kann, was da so draufsteht und euch auch besser sehen kann. Gut, das sehe ich so natürlich auf Distanz gut, aber das Kleingedruckte. Tja, man ist jetzt in so einem Alter, wo das halt anfängt. Ja, womit fange ich an? Ich fange mal mit den beiden Filmen an, die ich eigentlich gucken wollte und zu denen ich aber noch nicht zum Gucken gekommen bin. Ich habe mir zwei Filme, und ich glaube, es gibt auch nur zwei Verfilmungen, zugelegt mit dem französischen Schauspieler Jean Gabin. Jean Gabin sehe ich sehr gerne, gibt's auch als jungen Schauspieler, habe ich ihn natürlich im Archiv mit Hafen im Nebel oder mit Die große Illusion und auch natürlich in dem Film Balduin das Nachtgespenst mit Louis de Funès zusammen spielt er dort. Und hier, ein Film aus den 60er Jahren, hat er auch mal den Kommissar Maigret gespielt. Und davon gibt es zwei Filme. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber zwei jedenfalls, die in Deutsch veröffentlicht worden sind. Und ich habe aber Trailer gesehen, zwei unterschiedliche. Der eine Trailer hörte sich nach einer Synchro aus den Original 60er Jahren an und die andere Synchro hörte sich neu synchronisiert an. Ich habe noch nicht reingeguckt in die Blu-rays.
Und ja, muss man mal gucken, wie das so ist. Ja, Jean Gabin als Kommissar Maigret in dem Film Maigret stellt eine Falle. Wie gesagt, ich sehe diesen Schauspieler sehr gern. Überhaupt das französische Kino ist neben japanischem und russischem Kino für mich mit eines der liebsten Sachen, die ich mir anschaue. Kommissar Maigret stellt eine Falle. Der zweite Film aus dieser Reihe, ich weiß nicht, wie viele Maigret-Filme es gibt. Vielleicht kann mir das mal einer in die Kommentare schreiben. Das wäre vielleicht auch ganz gut zu wissen. Der zweite Maigret-Film ist Maigret kennt kein Erbarmen. Auch da bin ich schon ganz gespannt. Maigret kennt kein Erbarmen. Ja. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Dann habe ich mir einen Film aus dem Grabbelkörbchen mitgenommen. Und zwar ein Film, das ist, wenn ich das hier richtig gelesen habe, ist das... das kann wieder kein Schwanz lesen. Es ist eine Romanverfilmung von Patricia Highsmith. Und jetzt muss ich kurz gucken. Wahrscheinlich ein Drama. Ich glaube, ein Drama ist das. Eine Love Story. Ja, eine wunderbare Love Story, schreibt die Vogue. Ich habe mir den Film zugelegt, weil ich die Schauspielerin immer sehr gern sehe. Cate Blanchett. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Spätestens aus dem Herr der Ringe müsstet ihr sie kennen, aber auch aus Indiana Jones. Und ja, Cate Blanchett ist in dem Film Carol nach einem Roman von Patricia Highsmith. Soll eine Love Story sein. Ist ja auch für die Frau immer ganz gut, ne? Die guckt ja auch ganz gern dann mal. Ja. Dann habe ich mir einen Film ausgesucht, den habe ich mal im Fernsehen gesehen. Fand ihn recht witzig, hatte ihn auch mal als DVD, habe die DVD aber dann mal verliehen und nicht wiederbekommen, wie das immer so ist. Seitdem verleihe ich auch nichts mehr. Also nicht nur seitdem, das ist mir auch schon mal mit anderen Filmen passiert, aber ich verleihe, wie gesagt, keine Filme mehr. Und ja, jetzt habe ich mir die Blu-ray zugelegt, nachdem ich die aus dem Körbchen hatte. Ein wunderbarer Filmspaß, vor allen Dingen sehe ich Sigourney Weaver sehr gern und auch Alan Rickman. Sorry. Der leider ja nicht mehr unter uns weilt, in dem Film Galaxy Quest planlos durchs Weltall. Galaxy Quest. Schöne Komödie. Sie spielen kommen auf eine Convention, wo sie eigentlich dann richtige Schauspieler sind und nur diese Science-Fiction-Serie gedreht haben und dann werden sie von Außerirdischen halt entführt, weil sie glauben, sie wären wirklich diese Schiffsbesatzung. Ja, bin ich schon ganz gespannt, ganz interessant. Ich kenne den Film. Also extra fürs Archiv nochmal zugelegt, sowas gucke ich dann doch ganz gern. Dann habe ich mir einen Oliver Stone-Film zugelegt, den ich schon im Kino gesehen hatte. Ein Film über eine Band und hier ist zu sehen drauf einmal Final Cut und dann die normale Laufzeit. Also ich denke, das eine wird Kino sein, die Kinofassung und das andere die Final Cut-Fassung. Zu dem Oliver Stones-Film The Doors. Wieder was für meine Musikabteilung. The Doors. Freue ich mich schon drauf. Na, zumindest auf den Final Cut, weil die Kinofassung kenne ich ja natürlich. Dann habe ich mir einen Film mitgenommen, den kenne ich noch nicht, ist aber natürlich mit Tommy Lee Jones. Den sehe ich auch immer sehr, sehr gern. Tommy Lee Jones in einem Film der Coen-Brüder. Und die Coen-Brüder sind ja eine ganz besondere Truppe. Die sind ja, haben ja tolle Filme gemacht, wie zum Beispiel The Big Lebowski. Eigentlich ein recht guter Film. Das Einzige, was ich an dem Film noch nicht verstehe, ist der Hype, der darum gemacht wird. Und Miller's Crossing, dieses Mafia-Ding, super gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Big Lebowski natürlich auch, aber da verstehe ich nur den Hype einfach nicht, der um diesen Film gemacht wird. Das ist aber, glaube ich, muss ich auch nicht verstehen. Ja, und nun hat er einen, oder was heißt, nun haben wir einen weiteren Film gemacht, einen Film von 2007 oder 2006, weil 2007 gab es Oscars dafür. Gewinner von 4 Oscars mit dem Film No Country for Old Men. Ich bin gespannt, ich kenne den Film nicht, aber Tommy Lee Jones
sehe ich immer sehr gern. Ich mag auch nicht alle seine Filme unbedingt, aber manche Sachen schon und den kenne ich noch nicht. Da lasse ich mich auch mal überraschen. Ne? No Country for Old Men. Dann habe ich mir einen Film zugelegt aus Frankreich, aus den 60er Jahren. In der Hauptrolle Jean Moreau. Ganz große französische Schauspielerin. Ich sagte ja schon mal, französische Filme sind neben den japanischen und russischen Filmen für mich so die interessantesten. Deutsches Kino gucke ich auch, amerikanisches Kino natürlich auch, aber diese drei Länder sind da so, stechen da besonders hervor. Und jetzt Frankreich aus den 60er Jahren, ein Film mit Jean Moreau von François Truffaut. Die Braut trug schwarz, ein Thriller, ein Krimi. Kenne ich noch nicht, bin ich ganz gespannt. Die Braut trug schwarz. Ich muss dazu sagen, dass ich manchmal auch so ein bisschen mit den Titeln durcheinander komme. Ich hatte ja vor einiger Zeit, als ich vorgestellt hatte, den Film Abenteurer auf der Lucky Lady, hatte ich Abenteuer auf der Lucky Lady gesagt und da stand aber drauf Abenteurer auf der Lucky Lady. Und es gibt auch noch so andere Filme, wo ich ein bisschen den Titel versehentlich etwas anders benannt habe. Seht mir das nach, da habe ich dann das falsch abgelesen oder die Brille nicht aufgehabt oder wie auch immer. Ja, der nächste Film, den ich mir ausgesucht habe, ist ein Western. Also jedenfalls sieht es danach aus. Das spielt jedenfalls in dieser Zeit. In Tasmanien, 1825. Jetzt gucke ich mal gerade hier, ob das tatsächlich... ja. Naja, wie egal. Ich gucke mir das mal an. Das scheint irgendwie... Oder das ist ein irischer Film. Das scheint aus Irland oder spielt in Irland. Sieht mir aber so wie ein Western aus. Ein erstaunlicher Rache-Thriller, wie hier gesagt, geschrieben wird. Die Rede ist von einem Film, der hat auch FSK 18. Ich bin da mal ganz gespannt, wahrscheinlich wieder so ein brutales Ding. The Nightingale. Ich bin ja sonst kein Western-Fan oder generell auch so diese Mittelalter-Filme und diese so. Es gibt so gewisse Epochen der Weltgeschichte, die interessieren mich nicht. Ja, The Nightingale. Bin ich mal gespannt, kenne den Film, wie gesagt, nicht. Schau ich mal rein. Ja, dann habe ich mir großes, anspruchsvolles Kino geholt. Ich muss allerdings hinzufügen, dass ich etwas verwechselt hatte. Ich dachte, der Hauptdarsteller wäre Ben Kingsley. Und ich musste feststellen, das ist John Malkovich. Genauso gut, gar keine Frage, wenn nicht sogar vielleicht noch besser. Ich habe Ausschnitte aus diesem Film gesehen. Ein Freund, der den Film gesehen hat, hat gesagt, etwas schwerer Film. Da bin ich ja mal gespannt. Ziemlich neuer Film auch, oder relativ neu, muss man dazu sagen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie lang, und nur 112 Minuten normalerweise, ja. Ja, der Ziehvater und Vordenker des späteren Kaiser Nero, spielt also während dieser Römer-Epoche, der Film Seneca. Wurde mir persönlich empfohlen, soll ein richtig guter Film sein. Arthouse-Kino natürlich. Da bin ich dann ganz mal gespannt. Seneca. Wie gesagt, wenn ihr was zu den Filmen sagen könnt, zu den einzelnen, dann immer gerne in die Kommentare. Freue ich mich wie Bolle, weil ich bin immer ganz gerne ein bisschen vorbereitet auf das, was ich da gerne gucke, ne, oder was ich gerne gucken möchte. Und dann habe ich etwas festgestellt. Ich war in der Asia-Abteilung. Und ich bin ja, wie ihr wisst, auf dem Japan-Trip. Ich mag ja gern japanische Filme und ich habe da kaum japanische Filme gefunden. Außer so Mainstream-Geschichten von den Toho-Studios, zum Beispiel dieses so der große Krieg der Planeten, Sternenkrieg im Weltall, die ganzen Godzilla-Filme. Das findet man in der Asia-Abteilung zum Thema Japan, aber ganz, ganz selten findet man andere Filme. Was ich viel gesehen habe dort, sind chinesische Filme und vor allen Dingen koreanische Filme. Japanische Filme so gut wie fast gar nicht. Einen habe ich dann aber dennoch gefunden, der klang sehr interessant. Ein Film von Keishi Kondo. Und man schreibt hier, finsterer Mystery Horror aus Japan, einer der seltsamsten und erfrischendsten Grenzgängerfilme der letzten Jahre. Und ist Werbung immer so eine Sache. Ich überzeug mich ja mal ganz gern selber davon. Mit dem Film New Religion. New Religion.
Neue Religion. Ich bin, wie gesagt, ganz gespannt und schauen wir mal, wie der wird. Vielleicht mache ich wieder mal so einen Japan-Heimkino-Marathon. Dann wieder mit original japanischer Sprache und deutschen Untertiteln. Den gucke ich mir vielleicht aber vorher mal in Deutsch an. Mal schauen. Ne? New Religion, ich bin gespannt. Horrorfilm. Schauen wir mal. Und dann habe ich einen kleinen Fehlgriff gemacht. Das heißt Fehlgriff nicht, der Film interessiert mich schon, weil ich kenne diesen Film noch nicht, aber alle reden immer von diesem Film. Das ist eine italienische Produktion. Und ich habe jetzt gelesen, dass Wicked Vision diesen Film nächstes Jahr neu rausbringt. Und da wurde ich auch gleich gesagt, dass bei allen Veröffentlichungen, die es bisher gab, und dazu gehört auch dieser Film, auch wahrscheinlich diese Veröffentlichung, das weiß ich nicht, vor allen Dingen der Ton ziemlich bescheiden sein soll. Nun war das kleines Geld, ist nicht so dramatisch. Ich werde wahrscheinlich, wenn er mir dann tatsächlich zusagt, der Film, mir den Film dann bei Wicked Vision bestellen. Wahrscheinlich sowieso, weil diese Italo Cinema Box oder Collection, die sie da machen fürs nächste Jahr, die werde ich mir abonnieren, definitiv. Weil ich muss nochmal gucken, genau was die für Titel alles drin haben. Also wenn es dann von Interesse ist, werde ich die ganze Box abonnieren. Ansonsten schauen wir mal. Ja, es geht um einen Horrorfilm, der lange auf dem Index war. Jetzt ist er endlich runter. Und ein Film von Bruno Mattei. Die Hölle der liebenden Toten. Und da soll, wie gesagt, der Ton wohl nicht so gut sein. Also es soll bei allen Veröffentlichungen, die es bisher von diesem Film gegeben haben, hat, soll der deutsche Ton wirklich wohl eine Katastrophe sein. Da muss ich mal gucken, wie das ist. Kann ich nicht beurteilen, werde ich mir dann feststellen, wenn ich, also im cineastischen Monatsrückblick, da werdet ihr dann spätestens erfahren, wie der Film ist. Und wenn er wirklich so Mist ist, also ich sage jetzt mal vom Ton her, aber der Film gefällt mir, dann werde ich ihn mir in der Cinema, Italo Cinema Collection von Wicked Vision zu tatsächlich zulegen. Ja. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. Ja, und dann habe ich mir einen sowjetischen Film aus der UdSSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, aus dem Jahre 1986 zugelegt, also sprich einen russischen Film. Es ist eine Blu-ray-Weltpremiere, wird hier gesagt, aber wieder ohne russische Tonspur, nicht mal russische Untertitel. Ja, was ich immer sehr schade finde, weil, wie gesagt, beim französischen Film, beim japanischen Film und wie auch beim russischen Film gucke ich ganz gerne auch die Filme mal in der Originalsprache. Wie gesagt, Französisch spreche ich jetzt nicht, Japanisch ein bisschen, Russisch ein bisschen. Und da versucht man auch in die Sprache so wieder durch Filme auch reinzukommen. Und dann gucke ich das ganz gern, weil es auch ein bisschen authentischer ist in der Originalsprache. Und Ostalgica, die dir diese Filme rausbringt, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist nicht unbedingt prall, was man da macht. Vor allen Dingen, wenn man dann, so wie ich das hatte bei der Frau, die Frau aus dem All heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich den stehen habe. Die Frau aus dem All war das, glaube ich. Der war ungeschnitten und war von der DEFA deutsch synchronisiert worden. Und einige Stellen haben wohl da gefehlt. Und weil er lief ja nur in der DDR. Und die Stellen, die dann jetzt komplett drin waren, waren natürlich in Russisch mit deutschen Untertiteln. Dann hätte man den ganzen Film gleich in... Ich hasse ja sowas, ne? Dann kann man doch mal zwei Fassungen machen. Einmal die geschnittenen und einmal die ungeschnittenen. Aber naja, gut, was erzähle ich da? Ich wiederhole mich nur. Gut, ich habe auf jeden Fall mir dann diesen russischen Film oder diesen sowjetischen Film Briefe eines toten Mannes. Es geht um einen Atomkrieg, um die Endzeit, die Apokalypse. Und da bin ich dann schon ganz gespannt. Briefe eines toten Mannes. Klingt sehr gut, was ich hinten gelesen habe. Aber ich kenne ihn noch nicht. Müssen wir schauen. Ja, und dann habe ich mir einen Stummfilm zugelegt. Ihr wisst ja, ich gucke auch ganz gern Stummfilme. Nicht nur die Klassiker Metropolis oder Nosferatu oder die Nibelungen, sondern auch eben halt andere Sachen. Und tatsächlich ist es ein deutscher Film, ein Stummfilm. Das sind eigentlich zwei Filme, die aber als ein Film oder ein Werk gesehen werden. Unter anderem mit Konrad Veit. Sehr interessant, den sehe ich nämlich sehr gerne. Spätestens seit Wicked Visions Veröffentlichung von Der Mann, der lacht.
zu dem es auch nochmal irgendwann ein Review gibt. Das versuche ich noch irgendwie rechtzeitig abzudrehen. Also das kommt definitiv. Ich weiß noch nicht genau wann. Bin ich natürlich auf diesen Schauspieler gestoßen und habe auch diverse andere Filme von ihm natürlich bei mir im Archiv aus der Stummfilmzeit. Hier geht es aber um den Film Das indische Grabmal, und zwar um die beiden Teile Die Sendung von Des Yogi und Der Tiger von Eshnapur, beide aus dem Jahre 1921, aber als Gesamtwerk als indisches Grabmal tituliert. Ne? Das indische Grabmal. Ja, und last but not least, liebe Leute, habe ich auch einen Film jetzt endlich in meinem Archiv. Ich bin lange bei Saturn dort rumgeschlichen, habe mir das Mediabook jetzt zugelegt von diesem Film. Es ist ein Film, den ich noch nicht kenne. Das heißt nicht ganz. Ich kenne die Super 8 Kurzfassung. Es gab einen Zweiteiler, einen Super 8 Zweiteiler dazu. Der ist aber, glaube ich, hier nicht enthalten. Aber hier gibt es zumindest die deutsche Videofassung, die Trailershow, Bildergalerie, 16-seitiges Booklet. Und ich habe die Kinoaushangfotos von diesem Eastern. Es handelt sich um einen Eastern. Und zwar um den Kung-Fu- und Karate-Film The King of Karate, Bruce Lee, The King of Karate, er bleibt der Größte. Den habe ich mir jetzt zugelegt. Ich bin lange um dieses Mediabook herumgeschlichen, aber ich, wie gesagt, ich sah nicht ein, über 30 Euro für ein Mediabook, für so einen Film zu bezahlen. Und jetzt war es sehr günstig zu schießen und ich habe gleich zugeschlagen. Bruce Lee, The King of Karate, er bleibt der Größte. Ja. Davon habe ich auch die original Kino-Aushangfotos. Und jetzt habe ich den Film endlich auch bei mir im Archiv. Ihr Lieben, das war meine kleine spezielle Ausbeute beim Saturn für diesen Monat. Und ich zeige euch das nochmal kurz so in die Kamera. Ich finde, das war eine hervorragend wunderschöne Ausbeute. Wieder jede Menge auf die Augen. Und da kann ich mir dann wieder schöne Kinoabende zu machen. Und ich, wie gesagt, wenn ihr was zu den Filmen sagen könnt, ich bin euch immer dankbar. Gerne in die Kommentare unten rein. Das ist wunderbar. Ihr Lieben, ich habe euch in den letzten Videos eine kleine Ankündigung gemacht. Die möchte ich hier nochmal wiederholen. Es wird demnächst eine neue Schnacktüte geben. Und da werde ich so auf ein paar Dinge eingehen, die zum einen die Sommerpause betrifft. Aus der ja etwas anderes wird als die Sommerpause. Da gehe ich dann näher drauf ein. Außerdem kommen jetzt noch in nächster Zeit die Videos der Cineastische Monatsrückblick. Außerdem werde ich euch noch die Videos zu den Filmmarathons, wie auch immer. Ihr wisst ja, ich mache ja immer so gewisse Filmmarathons. Die habe ich aus dem Cineastischen Monatsrückblick rausgenommen. Die kommen gesondert. Die werden wir auch noch hochjagen. Oder werde ich noch hochjagen. Und dann nochmal eine Rückschau, ein Rückreview für das Japan Filmfest in Hamburg. Das sind dann aber erstmal die Videos, die es noch gibt. Vielleicht noch das ein oder andere Filmreview. Also Cinema 8 Filmreview, das kommt dann auch nochmal. Ich habe da noch ein, zwei Filme in der Pipeline. Und dann beginnt die verspätete Sommerpause wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Denn im Moment gibt es einen sehr bewegenden Umstand hier bei mir, der wahrscheinlich eine längere Auszeit erfordert. Was das aber genau damit auf sich hat, das erkläre ich euch dann in der Schnacktüte. Da werde ich euch das nochmal erklären, was nämlich ansteht. Wie gesagt, das ist etwas, worauf ich keinen Einfluss habe. Insofern im Moment und auch was mit laufendem Internet zu tun hat und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, alles in der Schnacktüte. Ja, und bis dahin sage ich dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr dürft mir gerne ein paar Likes da lassen und ich wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit. Bleibt vor allen Dingen gesund, das ist ganz, ganz wichtig. Und habt eine schöne Zeit, wie gesagt.
Wir sehen uns wieder auf jeden Fall und ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen als tschüss, bis zum nächsten Mal.